So, Tag Leute und herzlich willkommen zu Let's Play SimCity. Ja, ich bin Rieger, hier bei Rieger LP und wir spielen den neu erschienenen Städtesimulator von Maxis bzw. von EA. Ich freue mich echt drauf und ich will gar nicht groß hier quatschen im Menü, sondern direkt spielen, deswegen drücken wir auch mal direkt drauf. Heute ist übrigens Sonntag und das Spiel ist schon seit ein paar Tagen draußen, ich glaube seit 4 oder so. Und ja, ich konnte echt heute erst fehlerfrei oder mehr oder weniger fehlerfrei spielen, weil die Server sind echt so überlastet, das ist schrecklich. Aber egal, hier sind wir und wir sind jetzt in der Regionsauswahl, wo man sich hier eine Region auswählen kann. Ich möchte für das LP eine schön große Region haben, wo man wirklich sehr viele Städte bauen kann oder auch später mit Leuten noch Städte bauen kann. Und ja, die Maximalgröße der Städte in einer Region beträgt dabei 16 Stück. Ich glaube, es gibt drei Maps, die 16 haben. So, die hier. Ich finde Titanengrund eigentlich ganz schön. Sehr viele Flächen einfach, die sehr flach sind, wo man echt schöne Großstädte aufbauen kann. Deswegen denke ich auch, dass wir die nehmen werden. Ja, Titanengrund. Diese gewaltige Region umfasst 16 unterschiedliche Standorte. Unterteilt in vier Gruppen. Titanengrund zieht sich tief ins Tal hinein und endet in einer Landzunge. In der Lösitz, was soll denn die Lösitz sein? Ist das der Fluss oder wie? Okay. In schwindelnder Höhe über den Abgrund zwischen den beiden Hochebenen verläuft eine Eisenbahnstrecke. Ja, beschreibt so die Region. Hört sich eigentlich ganz gut an. Hier unten ist das Tal, hier oben so ein bisschen erhöht. Machen wir mal weiter. Region einstellen. So, wir wollen in einer privaten Region spielen. Das heißt, keine anderen Leute können rein, nur auf Einladung. So, Baukostenmodus wollen wir auch nicht. Da kann man dann cheaten. So, Region benennen. Wie nennen wir die denn? Ist schön grün. Ah, da fällt mir was ein. So, Green Fields. Hört sich eigentlich ganz gut an, glaube ich. Und wir starten einfach mal und beanspruchen eine Stadt für uns. Ja, in dem Menü kann man jetzt aussuchen, bei welcher Stadt man anfangen will. Hier werden dann die Ressourcen angezeigt und auch diese ganzen Straßennetze. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal so eine Arounder-Stadt aus, um anzufangen von den Ressourcen her. Ich will jetzt keine hochindustrialisierte Stadt bauen, weil da sind die Bewohner immer ziemlich unzufrieden und darauf habe ich erstmal am Anfang keinen Bock. So sollte eine flache Region sein, wo man erstmal ganz easy drauf losbauen kann. Wie sieht es denn hier hinten aus? So, hier gibt es Öl. Ich will von allen etwas. Zum Beispiel das hier. Das wäre ganz schön. Hier haben wir auch noch einen Fluss dabei. Ja, Wind ist aber relativ wenig, so für Windkraft. So, hier oben müsste ja Wind immer ziemlich hoch sein. Ja, ist es auch. Gucken wir mal, ob wir hier oben eine Region finden, wo wir von allem irgendwie etwas haben. Wie sieht es hier aus? Wind ist ziemlich hoch. Ist die Frage, eigentlich brauchen wir gar kein Öl, ne? Dann wäre die Stadt doch eigentlich ganz schön. Hier hat man die Straßenanbindung von hier oben und hier unten die Zuganbindung. Ja. Gutsblick, neue Stadt. Ja, würde ich sagen, wir nehmen einfach mal Gutsblick. Komische Namen. Leider keine Wasseranbindung, aber ist, glaube ich, auch erstmal nicht so schlimm. Wir können da später auch noch eine zweite und dritte Region, eine vierte und eine 16. Region anfangen, wie wir halt Lust haben, wie ich Lust habe. Und ja, beanspruchen wir mal die Stadt für uns. So, ich hoffe, die Server streiken jetzt nicht. Das hatte ich eben auch schon mal. So, lade, lade, lade. Okay. Warte mal einfach mal kurz, ich hoffe, das legt sich gleich. Ja, wie fangen wir denn an mit der Stadt? Ich habe gar keine Idee, so ehrlich gesagt. Ich will halt, wie gesagt, so eine Rounder-Stadt bauen, dass man halt ein bisschen Industrie hat. Aber ich sag mal, es gibt da so diesen Spezialisierungspfad, dass man irgendwas Spezielles machen kann. Zum Beispiel Casino. Oh nein, Fehler beim Erstellen der Region. Kann Region derzeit nicht erstellen. Bitte erneut versuchen. Werden wir direkt machen, weil ich will jetzt ins Spiel rein und habe keine Lust auf Serverprobleme. Eieiei. Ja, es funktioniert. Ja, 50.000 Simoleons ist die Währung hier im Spiel. Als Startgeld. Ich hoffe, das reicht aus. Und wir spielen auch direkt mal. Gutsblick. Leitstadt. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also eine Rounder-Stadt. Ein bisschen Industrie. Aber am liebsten sehr viel Hightech-Gewerbegebiet so, oder Hightech-Industrie, dass da halt nicht so eine große Luftverschmutzung zustande kommt. Und ich will auch erstmal ein Windkraftwerk bauen, denke ich mal. Aber ihr könnt auch gerne mal auf der Facebook-Seite vorbeischauen und einfach mal schreiben, was ihr so für Ideen hättet oder so. Vielleicht mache ich auch eine Umfrage, ich weiß es noch nicht ganz.
ist ja jetzt die erste Folge. Ich denke, die werden immer so 15 Minuten lang gehen, weil jetzt mit dem neuen Kanal habe ich noch nicht die Möglichkeit, längere Folgen zu machen. Aber ich denke, 15 Minuten ist auch ganz angenehm zum Zuschauen. So, da sind wir auf unserer Stadt. Guts Blick. Ja, hier ist die Stadtberaterin. Wir sollen 10 Wohngebiete zuweisen. Werden wir auch gleich machen. Gucken wir uns erstmal so ein bisschen das Gebiet an. Ja, ist echt ziemlich flach, ne? Kaum Bäume hier oben. Ach, hier ist auch so eine kleine Anhöhe. Okay. Ja, also ich finde die Region bzw. die Stadt jetzt ganz cool von Anfang. Was ich auch noch dazu sagen muss, bei manchen Leuten sieht es vielleicht anders aus. Ich habe in den Einstellungen hier einen Filter reingehauen. Es gibt hier so Filter. Und da habe ich saftig genommen, weil ich fand, die erste und die normale Einstellung, da waren einfach diese Grüntöne so ein bisschen schwach. Das sah halt ein bisschen matschig aus. Und ja, fangen wir mal an. Wir brauchen eine Straßenanbindung. Die haben wir schon. Jetzt können wir eigentlich erstmal so eine Hauptstraße irgendwie in die Stadt reinbauen. Dann nehmen wir am besten so eine mit hoher Dichte für den Anfang, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. Boah, guck mal, das kostet schon 3000. Das ist viel zu teuer. Wir nehmen so eine Straße mit niedriger Dichte für den Anfang. Ich würde sagen, wir bauen so nach dem Schachbrettmuster. Da kann man immer dann ganz gut, Stadtgründung genehmigt, ja. Da kann man immer ganz gut erstmal diese ganzen Häuser reinsetzen. So, ich würde sagen, das muss für den Anfang reichen. Dass wir nicht zu viel Kohle aus dem Fenster rausschmeißen. So, jetzt haben wir noch 36.000 übrig. Setzen wir erstmal ein paar Wohngebiete hier rein. So, also normalerweise muss man die hier so manuell setzen. Aber wenn man Steuerung gedrückt hält, dann kann man so ganze Felder machen. Das habe ich schon mal rausgefunden. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, kann man viel schneller bauen. So, machen wir noch ein bisschen Gewerbegebiete. Das hier sind Wohngebiete, Gewerbe- und Industriegebiete. Hier kann man abreißen. Allgemein so, um mal was zum Menü zu sagen. Hier kann man in die Regionsansicht reingehen. Dann kann man sich auch die anderen Städte anschauen. Ist ganz interessant eigentlich. Hier kommt man dann wieder zurück. Straßen, Wohngebiete, Elektro, Wasser, Abwasser, Verwaltung. Genau, hier müsste auch gleich das Gemeindehaus hinkommen. Da müssen wir mal erstmal diese Grundversorgung sicherstellen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und noch ganz viele andere Sachen. Ach, hier gibt es auch die... Ah, cool. Hier gibt es die Katastrophen. Aber ich stehe nicht so auf Katastrophen, muss ich zugeben. Und was man noch zeigen kann, das sind diese Data-Maps, Data-Karten. Da kann man dann nachschauen, wie die Bevölkerung ist, die Zufriedenheit. Und hier auch noch, was ich jetzt eigentlich nachschauen wollte, wie der Wind weht. Ah, das ist natürlich etwas problematisch. Weil wenn man jetzt Industriegebiete baut, die machen natürlich Smog. Und der zieht dann halt weiter mit der Windrichtung. Deswegen würde ich sagen, was war das gerade für ein Geräusch? Oh mein Gott, dass wir hier in der Ecke irgendwie... Ah, Pause. So, dass wir hier in der Ecke dann irgendwie das Industriegebiet hinsetzen. Dass nicht der ganze Smog dann in unsere Wohngebiete weiterzieht. Das wäre natürlich störend. So, was haben wir denn noch alles? Hier von Spezialisierung her. Kohlevorkommen. Na, wir setzen aber auf Windkraft, würde ich sagen. Erzkarte. Dann können wir hier hinten ein bisschen Industriegebiet bauen. Oder halt Spezialisierung. Öl haben wir hier, glaube ich, gar nicht. Wollte ich auch nicht haben. Weil sonst werde ich wieder zum Ölscheich. So, Handelskarte und Touristenkarte. Apropos Tourismus, wir spielen mit zwei Add-ons. Wir spielen die Collector's Edition. Da haben wir dann einmal das Helden und Schurken Add-on. Ich gehe mal aus der Datamap raus. Was einmal den Dr. Wu umschließt und den Maxis Man, also so zwei einen Helden und einen Schurken. Mal gucken, ich weiß noch nicht, wie sich das äußert. Und dann noch das Deutschland-Set, also wir haben das Brandenburger Tor drin. Und ein Hochgeschwindigkeits-ICE. Werden wir später sehen, aber jetzt sollte ich mich erstmal um die Grundversorgung kümmern, bevor ich eine ganze Folge lang nur über das Spiel laber und hier gar nicht zocke. So, ich finde immer Windkraft ist ganz wichtig am Anfang. Ja, Wind ist überall einigermaßen da. Wo setzen wir das Ding denn hin? So, hier an die Seite, dann können wir das auch, glaube ich, ganz gut ausbauen. Aber wir haben ja hier echt schön viel Wind, also wird das echt ertragreich. Das können wir dann später auch noch erweitern in die Seite hier oben hin. So, jetzt haben wir erstmal unser Windkraftwerk gesetzt und das Gemeindehaus müssen wir mal gucken, wo wir es später hinbauen. Jo. So, das wär's dann jetzt erstmal. Drücken wir wieder auf Play und spulen mal ein bisschen vor, dann geht das etwas schneller. So, die wollen auch noch Wasser. Wo haben wir denn hier überall Wasser? Ja, Wasser finden wir eher hier hinten. Ja, wir könnten die Straße jetzt etwas weiterziehen und dann hier irgendwie den Wasserturm hinsetzen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Geld haben wir ja momentan. Wir machen gerade ein bisschen Minus. Aber das für den Anfang, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, ich glaube, hier hinten war irgendwo das Wasser. Guck
wir am besten nochmal drauf. Jo, dann machen wir jetzt hier eine Straße rein und setzen den Wasserturm dahin. So. Wie viel kostet der? 3500, das hält sich an Grenzen. So, wo kriegen wir das Meister? 8,8. 8,4. So. Haben wir hier erstmal einen Wasserturm hingesetzt. Das sieht man auch hier, ist auch wieder so eine Art Datakarte. Das Wasser fließt jetzt unter der Straße. Es gibt jetzt keine Rohre mehr, die verliegen. Also die liegen wohl genau unter den Straßen. So, ja, Basisstruktur, das setzen wir um. Das ist auch neu. Die Bewohner geben einem sozusagen so Quests, die man erfüllen kann. So, Gemeindehaus, Petition zum Bau genehmigt. Hört sich schon mal gut an. Wo setzen wir das gute Haus denn hin? Ich guck mal. So, das ist ja nicht so groß. Ich finde, wir sollten das auch irgendwie mitten in die Stadt setzen. Dann kommt das, glaube ich, ganz schön. Bauen wir erstmal das Straßennetz weiter und gucken dann mal. So, hopp. Wie viel Geld haben wir denn zur Verfügung? Noch 20.000. Ja, da können wir doch, glaube ich, ein ganz gutes Straßennetz aufbauen. 2.000. So, 14.000 haben wir noch. So. Dann würde ich einfach mal sagen, wir setzen das Gemeindehaus hier in die Mitte hin. Dann reißen wir doch nochmal die Straße ein bisschen ab hier. Das Gemeindehaus kann man nämlich später noch relativ groß ausbauen. Dass wir dann nämlich genug Platz haben. So, dann ist es genau hier in der Mitte. Das sieht doch cool aus. Stellen Sie ein Gemeindehaus auf. Haben wir gemacht? Alles supi. Okay. Stadtname. Gucken wir mal rein. Kann man hier einfach eingeben. Ist die Frage, ob das jetzt dauerhaft ist oder ob man den nochmal ändern kann. Mir ist es eigentlich voll egal. Schreibt mal unter das Video, was ihr so denkt, was man für Stadtnamen nehmen könnt. Interessiert mich eigentlich auch. Wäre echt cool. Und dann können wir irgendwie zusammen einen coolen Namen finden. Oder wir machen das über Facebook. Bei mir fällt nichts ein. Da bin ich dann doch unkreativ. Also noch ein paar Wohngebiete. Ums Gemeindehaus lassen wir erstmal frei. Oder hier hinten können wir ein paar Wohngebiete hinsetzen. Weil hier möchte ich dann vielleicht noch ein paar Parks hinmachen, dass es auch cool aussieht. So, Gewerbegebiete. Und jetzt sollten wir erstmal irgendwie ein bisschen Industrie bauen. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal eine Straßenanbindung. So, irgendwie eine Schnellstraße wäre gut, ne? Also die Straße hier baue ich auf jeden Fall noch aus. Und da können wir die Straße ja auch noch ausbauen. Warte, wir können ja hier noch ein paar Gewerbegebiete hinsetzen. Blub. Okay, beim Straßentool, genau, zur Aufwertung kann man hier Straßen-Upgrade drücken. Da kann man dann hier die Straßen ausbauen. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Mir fehlt nur halt, dass man nicht ganze Straßenzüge aufbessern kann. So, jetzt haben wir die Straße schon mal ausgebaut. Jetzt können wir hier so eine kleine Straße zum Industriegebiet bauen. So viel haben wir noch, 9000. Ist ja ganz gut. Ja, hinten in der Ecke so das Industriegebiet, dass es nicht so ganz nah an den Leuten dran ist. Okay, ist die Frage, wie groß sollten das werden? Ich überlege gerade hier so irgendwie. Ja, das passt eigentlich. Jetzt machen wir hier wieder eine ganz normale Straße hin. Blup. 2000. Ich glaube, die Industriegebiete von den Feldern her können die ein bisschen größer werden. Ah, scheiße, kein Geld mehr. Okay, das muss erstmal reichen fürs erste Industriegebiet. So, bup. Wind sieht man auch. Zieht da lang, ist also auf jeden Fall wichtig. Und hier ist auch die Nachfrage. Gewerbegebiet ist gerade am Kommen. Aber wir haben noch hier Gewerbegebiet hingesetzt, oder? Jo. Spulen wir erstmal wieder ein bisschen vor und gucken, wie sich die Stadt entwickelt. Da hat, glaube ich, gerade auch einer nach Industriegebiet gefragt. Jo, setzen sie jetzt auch automatisch hier hin. Und jetzt die Frage, wegen der Grundversorgung. So, einmal eine Abwasserstation brauchen wir auf jeden Fall, weil das Wasser wird schmutzig, sieht man auch. Und das Abwasser treibt dann hier rum. Spielhalle, Petition zum Bau genehmigt. Gucken wir später mal rein. Oder Spezialisierung können wir uns jetzt auch mal anschauen. So, jetzt haben wir hier verschiedene Kategorien. Bergbau, Bohrungen, Handel, Elektronik, Kultur und Glücksspiel. So, jetzt können wir hier ein kleines Casino bauen. Und dann kriegen wir dadurch auch Einkommen. Aber es erhöht natürlich auch die Kriminalität. Aber ich würde sagen, diese Spezialisierung gucken wir uns später erst an. Weil jetzt sind wir noch gar nicht so richtig drin. Handelsdepot wird auch noch sehr wichtig. Erzähle ich später noch was zu. Und, was wir hier halt machen können, wäre halt Berg.